Aloha Seekräuter und willkommen zurück hier auf dem Seekreuz-Kanal zur Schiffseinweisung zum französischen leichten Kreuzer Bayard T8 Premium Schiff. Seit kurzem im Store für 40,06 € ist das Basispaket zu erhalten und wir erzählen euch jetzt erstmal was zur Geschichte. Tatsächlich gebaut von dem Schiff wurde nur ein einziges, auch wenn vorher mehrere in Planung waren. Es ist eine verbesserte De Grasse, kann man sagen. Und Wargaming hat hier die letzte Ausbaustufe des Schiffes modelliert. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges war dieses Schiff nicht einsatzfähig und mit der Eroberung von Frankreich durch die Nazis wurde dann das Schiff evakuiert oder die französische Marine evakuierte dieses Schiff in Richtung USA, wo es den ganzen Zweiten Weltkrieg verbrachte. Als der dann vorbei war, schipperte das Schiffchen wieder zurück nach Frankreich, wurde dann da, wie gesagt, modernisiert und auf den aktuellen Stand gebracht. Die ganzen Aufbauten des Schiffes wurden abgebrochen, wurden neu aufgebaut, eine verbesserte Feuerleitanlage, Radar und eine deutlich verbesserte Flak hat das Schiff bekommen und sollte dann die konkurrieren können, und zwar mit den Projekt 68 Kreuzern der UdSSR zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ein Schiff davon nehmen wir auch zum Vergleich, nämlich die Tschapajew. Und jetzt kommen wir gleich direkt zu den Werten, wie Wargaming das Schiffchen hier ins Spiel gebracht hat. Schauen wir uns die Überlebensfähigkeit an. Das sind 34.700 Trefferpunkte und das sorgt dafür, dass wir 2.300 Trefferpunkte weniger haben als die eben genannte Tschapajew. Richtig interessant ist, dass wir hier eine Torpedoschadensverringerung von 28% auf einem leichten Kreuzer haben. Das ist nicht Standard in World of Warships, das ist was Besonderes, finde ich persönlich zumindest. 28% ist schon ein ganz ordentlicher Wert. Wenn da ein Torpedo einschlägt, da kann man gut ein bisschen was an Schaden reflektieren. Schauen wir uns die Panzerung an und da gibt es was Besonderes zu erwähnen. Ich mache hier mal alles an. Wir haben vorne 16 und hinten 16 mm und in der Mitte 27. Damit entspricht dieses Schiff dem neuen getesteten oder testenden Panzerungslayout für Kreuzer im Spiel. Wir haben euch vor kurzer Zeit mal darüber berichtet, dass Wargaming an solchen Sachen gerade bastelt, diese Standardisierung, diesem Baukastensystem für Kreuzer und so weiter, sodass diese Standards ein bisschen verändert werden und das Spiel einfacher zugänglich wird für neue Spieler, um das leichter zu verstehen. Das ist natürlich für uns als Bestandsspieler ein bisschen verwirrend, aber so soll es in Zukunft sein. 16 mm kriegt das Schiffchen jetzt hier vorne, das heißt, es ist overmatchbar bei 229 mm Kaliber oder von da an und größer. Bei den 27 mm geht es eben weiter bei 387 mm. Also alles, was größer ist als diese Kaliber, kann auch die 27 mm einfach ignorieren und overmatchen. Und weil wir hier in der Mitte nochmal 28 haben, möchte ich es euch auch erzählen, nämlich die das sind dann 401 mm. Ne? Alle Kaliber, die dann kleiner sind, da gelten dann die Abprallwinkel. Das heißt, ihr braucht euch eigentlich nicht mit der Spitze oder dem Bug anstellen, sondern ihr müsst euch immer mit dieser Kante sozusagen anstellen. Wenn ihr euch dann relativ schräg zum Gegner stellt, dann kann es auch halt passieren, dass ihr vernünftig abprallen lassen könnt, solange das Kaliber eben nicht zu groß ist, also overmatched. Ja, dann haben wir weitere Sache hier auf dem Deck, 27 mm, Aufbauten 13 mm, heißt 152 mm Kanonen mit IFAE penetrieren dieses Schiff auf jeden Fall. Dann die 203 mm standardmäßig sowieso und alles, was noch größer ist, geht da halt einfach durch. Und ihr habt dann halt immer eine Pen sitzen, auch bei den HE-Granaten. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, ist aber halt typisch für einen leichten Kreuzer. Ihr arbeitet mit Manövrierbarkeit und ihr arbeitet mit Verborgenheit. Das ist eure Stärke. Gucken wir uns hier noch ganz kurz die Seite an. Die hat einen Panzergürtel von 105 mm, hier vorne 120. Nehmen wir die Seite jetzt weg, schauen wir uns direkt die Zitadelle an. Die ist hier unten. Die haben dann nochmal 25 mm, bringt uns dann auf einen Wert von 130 mm, respektive 145 mm. Ich nehme aber den größeren Wert, weil also das wird größer. Die größere Zitadelle sozusagen, den größeren Teil davon. Es ist einfach leichter zu treffen als der Bereich hier vorne. Deswegen haben wir am Ende 130 mm, die da zu überwinden sind. Und das ist natürlich für eine Hipper, eine Rhone, eine Hindenburg, eine Des Moines und so weiter ohne Probleme möglich. Ab 14 km ist es für euch höchst gefährlich, Breitseite zu diesen Kreuzern zu zeigen. Alle, die dann sowieso noch ein höheres Kaliber haben, für die, ja, da seid ihr sowieso immer Mode, also Schlachtschiffe und so weiter auf der Tierstufe 8 bis 10, ja, die penetrieren euch ordentlich.
Noch ein kleiner Hinweis, französische Zerstörer sind ja jetzt ins Spiel gekommen. Le Fantasque und Co. penetrieren euch in der Zitadelle ab ca. 8 Kilometer. Das ist nun mal so, dass ihr das ungefähr einschätzen könnt, wie dick eure Panzerung dann ist. Kommen wir zur Hauptbatterie. Und hier bei der Bayard haben wir 4 Türme A3 Rohre 152 mm mit allerlei interessanten Eigenschaften. Die Nachladezeit von 7,5 Sekunden ist echt ganz angenehm und im Vergleich zu Tschapajew sogar eine halbe Sekunde schneller. Vor allen Dingen auch die Turmdrehzeit, 180 Grad, richtig cool. 15 Sekunden dauert die nur, während zum Beispiel die Tschapajew 25 Sekunden für gleiche Kaliber und der gleichen Projektilanzahl benötigt. Also schon mal richtig cool. Die maximale Streuung ist hier runterskillbar bis auf 136 Meter, ja, auf 16,4 Kilometer Kampfentfernung. Richtig cool, Sigma-Wert 2.0. Weiter geht's mit den HE-Granaten, die 2200 Alpha-Damage ins Ziel bringen können als Höchstschaden mit einer Brandwahrscheinlichkeit von Hause aus von 12%. Und dann kommen wir zur Durchschlagskraft der Sprenggranaten und die ist erwähnenswert und ganz klar herausstellbar. 29 mm ist hier der Standardwert, das ist ein Fünftel Penetration. Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal im Ausblick darüber berichtet, dass Wargaming gerade an den Standardisierungen für Kreuzer so ein bisschen bastelt, auch bei der Panzerung. Das habe ich euch vorhin ja schon gezeigt mit den 16 mm vorne und hinten und dann Mitte 27 und so weiter. Und ein Fünftel Penetration zählt eben auch dazu und das ist jetzt hier halt eine 29 mm Variante. Das sorgt dafür, dass wenn ihr EVEs gilt, was hier aus meiner Sicht Pflicht ist auf diesem Kreuzer, auf 38 mm kommt. Und das bringt eben nicht nur die Conqueror und die französischen Schiffe, die sowieso bei EVE-Skill schon in eurer Penetrationsschwelle wären, dann eben jetzt auch die amerikanischen Schiffe komplett in eure Penetrationsschwelle mit rein, weil die nämlich auf dem Deck 38 mm haben und ihr mit EVE-Skill eben auf 38 mm kommt. Sichere Penetration wohlgemerkt, nicht Splitterschwelle oder sowas. Ja, also das ist ein richtig guter Zugewinn. Weiterhin Problem wird natürlich sein, Kurfürst, Großer Friedrich als Beispiel, Yamato oder die russischen Schlachtschiffe Kreml und so weiter. Da sind die Deckspanzerungen teilweise höher und deswegen werdet ihr da keine sichere Penetration hinbekommen, sondern eben nur weiterhin auch in der Spitze so ein bisschen und eben bei den Aufbauten, wo 32 mm eben angebracht sind. Und da kommt ihr dann eben durch. Oder 38 mm oder weniger, könnte man sagen. Ne? Ja, aber nichtsdestotrotz, ihr kriegt einen kompletten amerikanischen Schlachtschiffbaum da jetzt eben mit rein in die Penetration. Das ist ganz cool und wichtig zu erwähnen, wie ich persönlich finde. Dann kommen wir zur AP-Munition. Die AP-Munition, die ihr hier verschießt, braucht 25 mm. Und dann 0,025 Sekunden, um sich zu aktivieren, um den Alpha-Damage von 3300 Trefferpunkten im Optimalfall anzubringen. Standard-Abprallwinkel, 0 bis 30 Grad sicherer Abpraller, 30 bis 45 Grad die Chance auf Abpraller. Und dann ist noch die Normalisierung zu erwähnen, das heißt die vorteilhafte Ausrichtung der Granate, wenn sie denn die Panzerung berührt oder aufschlägt, dann verbessert sich der Winkel sozusagen der Granate um 8,5 Grad. Zu euren Gunsten ist das. Wenn ihr dann schießt, und zwar mit eurer AP-Munition, auf 16 Kilometer habt ihr die Chance, auf 71 mm zu penetrieren. Bei 12 Kilometer sind es 91 mm und bei 7 Kilometer penetriert ihr 150 mm. Das ist in der Gesamtsache ein ganz kleines bisschen schwächer als die Tschapajew, die nämlich auf 7 Kilometer 158 macht, auf 12 92 und auf 16 70 mm. Ja, also auf der Distanz seid ihr einen Ticken stärker, in der Nähe seid ihr einen Ticken schwächer als die Tschapajew. Dann kommen wir noch zur Granatengeschwindigkeit. 870 Meter beträgt die hier bei der Bayard. Bei der Tschapajew sind wir bei 950 Meter. Das heißt, der Schussbogen der Tschapajew ist direkter, während die Bayard einen leichteren Bogen drin hat. Die sind aber trotzdem nicht so dramatisch, die Bögen, wie jetzt zum Beispiel bei den amerikanischen Kreuzer, wie der Cleveland, die ja auch ein leichter Kreuzer ist. Die hat noch einen viel krasseren Bogen und ist noch schwieriger, da genau die Granaten ins Ziel zu bringen, wie ich persönlich finde. Dann kommen wir zum Torpedowerfer und da gibt es zwei verschiedene Varianten, also die haben gänzlich verschiedenen Charakter. Ne? Die Bayard schießt weit, 9 Kilometer schwimmen die Aale mit 60 Knoten Geschwindigkeit, der Schaden beträgt 14.833 Punkte und hat 90 Sekunden Nachladezeit, während eben unsere Tschapajew nur 4 Kilometer weit die Aale ausspuckt
65 Knoten sind da, ist da die Höchstgeschwindigkeit bei den Aalen, 17.933 ist der Alpha Damage der Torpedos. Ja. Die Nachladezeit beträgt 74 Sekunden bei der Tschapajew und eben hier 90 Sekunden bei der Bayar. Ihr merkt schon, das sind so generell, das eine sind Nahkampfstacheln und das andere sind Schleicher, Treibminen sozusagen. Ein bisschen bessere Treibminen, so könnte man sie nennen. Ja, und das ist das, was man zu den Torpedos sagen kann. Ist ganz angenehm, immer mal welche rauszuwerfen. Solange ihr euch sicher seid, dass da kein Alliierter reinfahren kann, solltet ihr das ruhig regelmäßig machen. Und dann kommen wir zu einer der Sachen, die ja in der Realität damals gepimpt wurden, nämlich verbessert wurden, die Flugabwehr. Und ja, wir haben hier eine Mittelstrecke mit 7 Explosionen und 980 Alpha Damage pro Explosion. 455 ist der kontinuierliche Schaden. Und dann gibt es noch eine Langstrecke von 3,8 bis 5,8 Kilometer, wo ihr 4 Explosionen habt, 1190 Alpha Damage in der Explosion und 88 kontinuierlicher Schaden. Das könnt ihr dann mit der Signalflagge noch ein bisschen nach oben bringen. So erwähnenswert ist hier der Einsatzbereich 0 bis 1 Kilometer, da gibt es keinen. Das heißt, in der Bereich habt ihr keine Flugabwehr. Ne? Wenn ihr also von HE-Bombern, AP-Bombern angeflogen werdet, dann wundert euch nicht, wenn die direkt über euch fliegen, kann keine Flak von euch selbst auf diese Bomber schießen, sondern das müsste dann halt durch Deckung anderer erfolgen. Es gibt schon mehrere Schiffe davon, auch die Tschapajew ist zum Beispiel so, ja, dass man nachher in so einem Flak-Tot-Bereich hat. Aber da ihr operiert ja eh nicht so alleine, sondern meistens im Verbund und damit sollte sich diese Probleme so ein bisschen überstehen lassen, wie ich persönlich denke. Wenn wir zur Manövrierbarkeit kommen, dann sticht natürlich sofort die 34 Knoten Höchstgeschwindigkeit heraus, die dann noch aufrüstbar ist. Und zwar mit der Sierra Mike Flagge auf 35,7 Knoten. Und dann gibt es noch den französischen Motorboost, der nochmal 20% Geschwindigkeit draufpackt. Dann landet ihr bei Höchstgeschwindigkeit von 42,5 Knoten am Ende. Also ganz ordentliche Geschichte. Wendekreisradius 730 Meter ist okay. Könnte ruhig noch ein Ticken enger sein für mein persönliches Empfinden, weil das Schiff hier eben von Manövrierbarkeit und Verborgenheit lebt und so auch gefahren werden muss. Darum ist auch die Ruderstellzeit runterskillbar im Optimalfall bis auf 4,4 Sekunden. Man muss hier aber wahrscheinlich einen Kompromiss eingehen, den halte ich für am effizientesten. Und die Ruderstellzeit hier ja, auf 5,46 Sekunden bringen, nämlich mit dem Modul in Slot 5. Da gehen wir gleich drauf ein. Die Erkennbarkeit zu Wasser beträgt hier 12,2 und zur Luft 7,2. Runterskillbar sind diese Werte natürlich bis auf 9,6 zu Wasser und 5,8 zu Luft. Der sichere Wert, wenn ihr aus dem Nebel schießt, der ist ja nicht veränderbar durch irgendwelche Skillungen, sind dann 5,9 Kilometer. Das heißt, da geht ihr dann auf, wenn ihr aus dem Nebel schießt mit euren Hauptgeschützen. Und dann kommen wir zu den Verbrauchsmaterialien, die ihr hier einbauen könnt. Wir haben 4 Stück, Schadensbegrenzungsteam natürlich verfügbar und das ist ja das 1 und das 2er Schadensbegrenzungsteam. Wir haben hier wieder Premium-Schiff, das heißt, ihr solltet Premium-Verbrauchsmaterialien nutzen, darum gehe ich darauf ein. Ja, ihr Wirkungsdauer 5 Sekunden, Ladezeit beträgt 60 Sekunden. Ich denke, ist eindeutig, Premium-Verbrauchsmaterial zu nutzen, unbegrenzte Aufladung. Dann geht's weiter. Hydroakustische Suche oder defensive Flakfeuer in Slot 2. Flakfeuer erhöht den kontinuierlichen Schaden und den Schaden der Explosion um 100%. Die Werte mit Wirkung und Anzahl der Aufladung und so weiter seht ihr gerade alle eingeblendet. Bei der hydroakustischen Suche bis 5 Kilometer Ortung von Schiffen finde ich echt angenehm. 3,5 Kilometer gehen die Torpedos auf und auch da sind die Arbeitszeiten könnten fast noch ein Ticken länger sein, aber das sind halt so Wünsche, ne? Die irgendwie jeder Kapitän hat. Überall könnte es eine Sekunde länger sein. Von daher gehen wir gleich weiter zum dritten Slot. Motorboost, auch hier Premium-Verbrauchsmaterial, 3 Aufladungen bringt das Ding mit. 20% gibt es hier mehr auf die Höchstgeschwindigkeit. Normalerweise kriegt man ja nicht so viel, sondern das liegt dann bei 7%. Das wäre der Standardwert. Das hier ist der französische Wert von 20. Und darum kommen wir dann auf 42,5 Knoten. In Slot 4, das nächste französische Verbrauchsmaterial, nämlich Hauptbatterie-Nachladebooster, sorgt dafür, dass ihr in einem kurzen Zeitraum von 15 Sekunden schneller nachladen könnt. Dann beträgt die Nachladezeit nicht mehr 7,5, sondern nur noch 3,75 Sekunden, wenn ich es gerade richtig überschlagen habe. Und könnt dann dementsprechend schnell zum Beispiel auf DDs wirken, die gerade vor euch aufploppen. Also eine ganze Geschichte. Das ist extrem hilfreich. Und ja, Anzahl der Verbrauchsmaterial 4. Ne? Das ist jetzt alles ohne Kapitän. Das heißt, er könnte sogar überall noch ein Verbrauchsmaterial mit dem Inspekteur oben raufkriegen.
Und dann schauen wir uns die Verbesserungen an, die ich hier in die Bayer einbauen würde. Fangen wir vorne an. Da haben wir nämlich die Hauptbewaffnungsmodifikation. Ihr schützt eure Türme und ihr schützt eure Torpedowerfer für Ausfälle. Und wenn sie dann ausfallen, dann sind sie schneller wieder einsatzbereit. Ganz wichtige Sache. Dann Slot 2. Da empfehle ich die Motorboost-Modifikation 1. Dann ist der Motorboost nämlich 50% länger einsatzbar. Der Standard-Motorboost dauert 3 Minuten. 50% mehr sind 1,5 Minuten obendrauf. Dann könnt ihr 4,5 Minuten mit 42,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit durch die Ozeane schippern. Richtig zu empfehlen. Wenn ihr dieses Modul nicht habt, dann könnt ihr eventuell defensive Flakfeuer raufpacken. Wobei so viele Flugzeugträger gibt es aktuell nicht mehr im Spiel, dann würde ich wahrscheinlich eher auf die Antriebsmodifikation 1 gehen, damit ihr da die Ausfälle ein bisschen nach unten drückt. In Slot 3 empfehle ich ganz klar die Zielsystemmodifikation, um noch weniger Streuung zu haben. Das sorgt dann eben für einen geilen Wert von 136 Meter auf 16,4 Kilometer Kampfentfernung. Und dann kommen wir zu den beiden Slots, die ihr natürlich nach eurem Gutdünken skillen könnt, wenn ihr erfahrene Spieler seid. Ich persönlich empfehle in Slot 4 nicht die Steuergetriebe-Modifikation oder Schadensbegrenzung System-Modifikation sowieso schon mal nicht, weil ihr den Schüssen ausweicht und aus so großer Distanz operiert, dass diese Schadensbegrenzung System-Modifikation macht nur bei Schiffen Sinn, die sowieso immer hart unter Beschuss stehen sollen, also Schlachtschiffen eigentlich, ja, oder Kreuzer, die dafür ausgelegt sind, ein bisschen eher an der Front zu operieren, spitz zum Gegner zu stehen, so eine Sache. Da würde sowas eher Sinn machen, aus meiner Sicht. Hier geht es um Manövrierbarkeit und Verborgenheit. Deswegen bauen wir hier die Antriebsmodifikation ein in Slot 4, ja, damit ihr schneller die Geschwindigkeit auf- und abbauen könnt. In Verbindung mit dem Motorboost zusammen geht das relativ zügig. Ne? Ihr könnt ja da auch ein bisschen schneller verzögern. Und in Slot 5 gibt es dann die Steuergetriebe-Modifikation 3, um die Ruderstellzeit um 40% zu reduzieren. Dann sind wir nämlich im Wert von 5,6 Sekunden, was richtig genial ist. Die Tarnung. Die bauen wir dann nämlich gleich über den Kapitän in dieses Schiff ein und mit der Tarnung natürlich an sich, also mit dem Verbrauchsmaterial sozusagen, können wir diese Tarnung ja auch noch weiter nach unten bauen. Das sind meine 5 Module, die ich hier für die Bayer empfehle. Dann geht's weiter und zwar mit den Signalen. Und da fangen wir oben links mit den Signalen an. November Echo Setter 7, um die Flak einfach ein bisschen weiter zu verbessern. Und gehen dann gleich nach rechts weiter. India X-Ray, Brandwahrscheinlichkeit nach oben. Juliet Whiskey Una One, Wassereinbruchswahrscheinlichkeit nach oben für eure Torpedos. Wenn sie mal durch die Gegend schleichen und was treffen, dann soll es ja auch gleich fluten, hoffentlich. Und dann geht's weiter mit Victor Lima. Das sind die 4 Flaggen, die ich oben empfehle. Victor Lima sorgt auch immer für mehr Brandwahrscheinlichkeit. In der zweiten Reihe fangen wir unten links an. November Foxtrot. Ihr habt eine Menge Verbrauchsmaterialien, die sollen schneller wieder parat sein. Also diese Signalflagge rein. In dem zweiten Bereich, also rechts daneben, Sierra Mike. Das braucht ihr ganz dringend. Ihr habt eine gute Höchstgeschwindigkeit, die gilt es weiter auszubauen. Also Sierra Mike mit drauf. Lichtflagge aus meiner Sicht. Und dann kommen wir wieder zu Flaggen, die sind optional. Juliet Yankee Biso 2, um Reparatur des Wassereinbruchs zu reduzieren um 20%. Und dann eben India Yankee, um die Zeit für die Brandbekämpfung zu verkürzen. Ob ihr jetzt Juliet Yankee Biso 2 unbedingt braucht oder dann eventuell mit der Juliet Charlie Flagge ganz rechts unten in der zweiten Reihe austauscht, um die Detonation bei eurem Schiff quasi auszuschließen, das müsst ihr selber wissen. Ja, die beiden letztgenannten Flaggen, ihr seid ja eher, wie gesagt, wendig und operiert auf Distanz. Ihr werdet nicht so häufig brennen wahrscheinlich und auch nicht so häufig Wassereinbrüche haben. Aber okay, das ist dann eure up to you. Du musst entscheiden als Kapitän, was dir bei dem Schiff besonders wichtig ist und wie du es einsetzt. Dann geht's weiter mit der Tarnung, die ihr hier einbauen könnt. Es gibt nämlich die Typ 10 Tarnung, die den Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, die Streuung der Granaten um 4% erhöht. Schiffswartungskosten um 10% reduziert und EP je Gefecht um 50% erhöht. Dazu könnt ihr aktuell für Dublonen-Einsatz, 4000 Dublonen, die französische Marinetarnung, eine permanente, die gleichen Werte hat, kaufen. Sieht ganz hübsch aus. Ihr seht, dass mein Replay mit dieser Tarnung gefahren ist. Ich habe das Basispaket gekauft und habe die Dublonen ausgegeben, weil ich diese Tarnung so toll finde. Und deswegen seht ihr sie auf meinem Dampfer. Kommen wir zum Kapitän. Der ist von einer Henry, also einem T10
Kreuzer. Ich habe die übernommen. Der größte Teil davon ist richtig geskillt. Ich wollte jetzt hier nicht komplett umskillen, nur für einen Dampfer. Aber der ist schon ziemlich gut dafür. Wir haben hier vorrangiges Ziel, weil wir genau wie bei der Henry wissen müssen, wie oft wir aufgeschaltet sind, ob wir manövrieren sollten, uns möglicherweise zugehen lassen sollten oder ob wir weiterschießen können. In der Reihe 2 empfehle ich euch als erstes dann, den Adrenalinrausch mit einzubauen, um einfach schneller wieder schießen zu können, wenn ihr den Schaden nehmt. In Reihe 3 würde ich zuerst den Sprengmeister skillen, um die Brandwahrscheinlichkeit nach oben zu skillen. Und wenn ihr dann 10 Punkte zur Verfügung habt, dann gleich EVAE daher, um die Penetrationsleistung auf diese 38 mm zu bringen. Und dann habt ihr eine ordentliche Schleuder mit den HE-Granaten und könnt richtig schön Damage in die Schiffe reinrocken. Habt ihr dann weitere Skillpunkte, nämlich 14 zur Verfügung, geht ihr sofort in den Tarnungsmeister rein, damit ihr weiter, also nicht mehr so weit sichtbar seid. Mit dem Inspekteur erhöht ihr die Aufladung für alle Verbrauchsmaterialien, die ihr in dem Schiff habt. Eine Aufladung gibt es dann mehr. Dann seid ihr schon bei 17 Punkten. Und dann habe ich hier, wie ihr seht, den Elite-Schützen geskillt. Das liegt aber daran, dass das, wie gesagt, ein Henry-Kapitän ist und der hier natürlich auch noch sogar die verbesserten Fähigkeiten hat, der Kapitän. Ich persönlich würde aber für die Bayard, wenn ihr einen Kapitän nur für die Bayard macht, euch empfehlen, auf die Skillung mit letzter Anstrengung zu gehen, weil das Schiff doch einigermaßen anfällig ist für Ausfälle. Ja, also ich hatte schon, dass ich Motorschaden hatte oder auch mal die Ruderstellgeschichte nicht mehr so richtig funktioniert hat. Und von daher mit letzter Einschränkung würde euch in die Situation versetzen, dass ihr eben weiter das Schiff manövrieren könnt und sie mit einem Malus weiter. Das ist meine Meinung, so würde ich den Kapitän skillen. Ihr könnt mir gerne drunter schreiben unter das Video, was ihr an Skillungen empfehlt für den Dampfer und warum ihr den vor allen Dingen so empfehlt. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht lasse ich mich ja dann auch nochmal darauf ein und teste die selber einfach mal und mal gucken. Ne? In dem Sinne, das ist die Kapitänskillung. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Und dann kommen wir schon zum Pro und Contra bei diesem Dampfer. Also wichtig ist erstmal, mir persönlich hat dieses Schiff riesig viel Spaß gemacht. Ich bereue den Kauf überhaupt nicht. Es ist sehr schön wendig, der Teil. Die Turmdrehzeit passt zu dem Spielstil mit den 15 Sekunden, eine kurze Nachladezeit und dann gibt es eigentlich schon dieses Hauptargument. Ein Fünftel Penetration macht richtig Laune mit IFAE zusammen. Eine sehr gute Brandwahrscheinlichkeit trotz IFAE-Skill. Es ist recht wendig, es lässt sich gut in der Verborgenheit runterskillen. In der Kombination, wie ich sie jetzt hier geskillt habe, meine Bayard, also halb auf Tarnung, halb auf Manövrierfähigkeit, komme ich auf 10,7 Kilometer Erkennbarkeit zu Wasser und 6,4 Kilometer zur Luft. Also, das ist für mich ein ganz angenehmer Wert. Und ja, der angenehme Reload mit dem französischen Nachladebooster ist das auch immer in den richtigen Momenten eingesetzt. Eine ganz angenehme Unterstützung und die hohe Geschwindigkeit natürlich. Ne, typisch französisch, über 42 Knoten schnell, macht richtig Laune. Was sind die negativen Teile der Bayard? Negativ ist für mich das fehlende Reparaturmannschaft. Dann diese Flakzone, ja, dass wir da in einem Kilometer überhaupt mit der Flak auf kein Schiff, auf kein Flugzeug schießen können. Wenn wir alleine unterwegs sind, können wir trotz alledem, wenn die erstmal durch die mittlere Range durch sind, relativ krass Schaden einstecken und können dagegen kaum was tun, gerade wenn es Bomber sind, also diese HE- und AP-Bomber. Dann gibt es diese extreme Overmatch-Anfälligkeit, ne? Durch die Panzerung, vorne 16 mm, ihr erinnert euch, ab 229 mm kann die Bayard Overmatch werden, das heißt auch durch eine Scharnhorst zum Beispiel, die ja durchaus Gegner sein kann. Ja, da gilt es dann, sich wirklich vernünftig anzustellen. Und das ist eigentlich das, was man an negativen Sachen hier herausheben muss. Alles andere, wie gesagt, für mich überwiegt hier ganz klar der positive Eindruck und der Spielspaß an der ganzen Geschichte. Wer darauf Bock hat, wendig unterwegs zu sein und immer mal wieder so ein bisschen zu nerven bei dem einen oder anderen Schlachtschiff, der macht mit dem Dampfer hier meiner Meinung nach nicht viel verkehrt. Und das soll's von der Schiffseinweisung schon gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Anreiz geben oder eine Idee geben, wie dieses Schiff zu spielen ist, ob es was für euch ist oder nicht. Wie gesagt, auch da würde ich mich sehr über Kommentare unter diesem Video freuen. Wenn, was findet ihr gut? Oder habt ihr euch das Schiff gekauft oder habt ihr euch nicht gekauft? Weshalb nicht? So eine Sachen interessieren mich immer. Ja, wenn ihr das Video toll fandet, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir haben natürlich auch noch andere Internetauftritte, seht ihr alles oben in der gelben Leiste. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung, wenn euch das denn interessiert. Ja, und in dem Sinne, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Video hier auf dem Seacrouts-Kanal. Haut rein, euer Seacrouts-Team, euer Andi.
Ciao, ciao.